Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution Video. Gestern ist ja endlich das neue Update rausgekommen und auch das neue DLC. Und deshalb werden wir heute sehr, sehr viele Dinge in Videos testen, die sozusagen neu mit dem Update hinzugekommen sind und was man alles so mit dem Update machen kann. Ich denke, da sind einige Dinge dabei, die sehr interessant sind. Und wir fangen heute an mit etwas, was so ein bisschen das Highlight für mich ist. Und was könnte das anders sein als die neue Flugdinosaurierkuppel? Die haben wir, glaube ich, hier, ja. Oder das Aviarium heißt es ja auch hier. Und die allerersten Flugdinosaurier. Die werden wir heute alle mal freilassen, werden uns auch diese Kuppel noch mal ein bisschen genauer angucken und die ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und wir werden natürlich testen, wie es ist, wenn diese Pteranodons ausbrechen. Wir haben ja schon gelesen in der Kampagne, dass es auf jeden Fall möglich ist, dass die aus dieser Kuppel ausbrechen können. Und ob sie dann auf die Gäste losgehen oder ob sie einfach in die Freiheit fliegen und sowas. Also ich bin wirklich sehr gespannt, ob es wirklich wie im Film ist, dass sie dann runterfliegen auf die Gäste und die sozusagen an den Schultern packen und in die Luft heben. Oder ob sie einfach so mit ihren spitzen Schnabel auf die Gäste zufliegen und die zu Boden bringen und sowas. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Und wir werden auch gucken, ob wir da noch vielleicht, das haben wir im Livestream leider nicht gefunden, so einen Futterspender oder sowas finden in dieser Kuppel an sich, wo dann die Pteranodons auch Fische fressen. Weil wäre ziemlich schade, wenn die keine Nahrung zu sich nehmen. Aber all das werden wir heute herausfinden. Und ich würde sagen, wir platzieren die jetzt erstmal. Oh, die ist einfach so riesig, ne? Also das ist jetzt hier Isla Tacano ist es, glaube ich. Und ihr seht einfach, wie groß diese Kuppel ist. Aber die ist so cool. Wir werden uns jetzt erstmal den Bauvorgang einmal so ein bisschen im Zeitraffer anschauen. Der ist nämlich auch ziemlich cool. Und da ist das ganze Ding fertig. Also ich finde den Effekt wirklich nice, wie sich das immer so im Kreis rundum aufbaut. Und jetzt können wir uns die Kuppel mal von außen einmal rundum anschauen. Hat jetzt natürlich noch keine Wegverbindung. Aber ich finde schon, dass die optisch sehr cool aussieht, auch mit den Steinen und sowas hier unten. Und dass man einfach komplett in diese Kuppel reingucken kann, ist auch mega nice. Also das feiere ich richtig. Hier ist sozusagen, glaube ich, was ist denn das hier? Ah ne, da werden die Dinos freigelassen an diesem Ding. Und hier unten gehen sozusagen die Gäste rein und können dann die Pteranodons genauer beobachten. Aber wir werden uns die Kuppel gleich auch noch mal ein bisschen besser von innen angucken. Ich würde sagen, ich gestalte jetzt erstmal hier so ein bisschen den Eingangsbereich und sorge mal dafür, dass ein paar Gäste in den Park kommen, weil die brauchen wir natürlich gleich für unsere ganzen Experimente. Ich habe das Ganze jetzt mal hier für die Gäste soweit vorbereitet, dass die auch hierher kommen, dass sie so ein paar Shops und sowas haben, dass wir auch ein paar mehr Gäste bekommen, die dann später hoffentlich ein potenzielles Opfer von dem Pteranodon werden können. Aber wir werden jetzt natürlich erstmal die Pteranodons freilassen und uns mal die Dinosaurierkuppel hier angucken, was man da so für Einstellungsmöglichkeiten hat. Also man hat hier verschiedene Brutkastenstationen sozusagen. Die kann man sogar hier hochstellen von 2, also Minimum ist sogar 1. Also von 1 bis 6 kann man die hochstellen. Das Ganze erhöht dann natürlich die Betriebskosten, also die Kosten pro Minute sind das dann, glaube ich. Und wir machen es natürlich aufs Maximum, das sind 6. Das heißt, man kann 6 Pteranodons gleichzeitig in dieser Kuppel haben. Hier kann man auch in die Anzeige springen. Hier sieht man dann nochmal so ein paar Daten. Aber das kennt ihr ja alles. Dann kann man das Ganze noch upgraden. Leider gibt es hier nur Ausbrüttempo und Erfolgsrate. Wir werden jetzt einfach mal das Ausbrüttempo erhöhen, da wir eh gerade im Sandbox sind. Und man kann das Ganze hier deaktivieren. Und im ersten Reiter kann man dann natürlich, wenn man 6 Plätze ausgewählt hat, 6 Pteranodons einstellen. Da kann man dann einfach hier unten den Skin sozusagen einstellen. Hier. Und hier kann man den Pteranodon dann für 2 155.000 Dollar ausbrüten. Hier seht ihr den Genomsfortschritt und ansonsten die Bewertung und natürlich den Skin und die Lebensfähigkeit. Viel mehr Modifikationen gibt es leider nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal von jedem Skin einem Pteranodon ausbrüten und dann lassen wir die mal frei und schauen uns mal die verschiedenen Skins an. Die Pteranodons sind alle soweit fertig und wir werden jetzt den ersten freilassen mit dem Standard-Skin. Wenn man einen freilässt, dann kommt man immer erst in diese Kamera. Die kann man auch frei bewegen. Und hier kommt dann der Pteranodon sozusagen rausgeflogen. Er fliegt da. Und nach einer gewissen Zeit springt man dann in diese Kamera, wo man den im Pteranodon so ein bisschen beobachten kann. Er wird dann natürlich auch nett begrüßt mit ein bisschen Musik. Und schreit hier schon mal ordentlich rum. Und natürlich wird er auch von der netten Sprecherin da begrüßt. Also erstmal zum Pteranodon an sich, der sieht mega cool aus, wie ich finde.
Und der macht auch richtig coole Sounds. Aber das ist ja sowieso bei allen Jurassic World Evolution Dinos so. Also ich kenne keinen Dinosaurier, der richtig blöd ist bei Jurassic World Evolution. Die sind alle mit so viel Liebe gemacht, so viel Liebe zum Detail. Und ich finde, das sieht man auch hier. Und ich bin sehr gespannt, welche weiteren Flugdinosaurier wir noch erwarten können für dieses Spiel. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche ihr euch am meisten so für das Spiel wünschen würdet. Aber ich will das eigentlich ganz kurz nochmal in Aktion sehen. Also warten wir am besten nochmal eben, bis er hier abhebt. Jetzt passiert das Ganze. Ich finde nämlich auch, dass diese... Er fliegt leider nur eine Station weiter. Ich finde aber auch, dass diese Fluganimation und wie er abhebt und fliegt sehr, sehr geschmeidig und smooth aussieht. Smooth. Das Wort, da kann ich jedes Mal drüber lachen, ne? Und auch die Avery hier. Sieht mega nice aus. Jetzt seht ihr es mal ein bisschen, wie hier in Action ist. Guckt mal, wie schön der hier rumfliegt. Das ist schon sehr nice, ne? Also es sieht schon alles sehr geschmeidig und cool aus. Der Pteranodon an sich hat natürlich dann so einige Spots, wo er landen kann und wo nicht. Und ich glaube, je höher man diese Kapazität stellt, desto mehr Spots werden dann hier drin wahrscheinlich verfügbar sein oder sowas. Ich würde sagen, wir lassen nochmal einen weiteren frei mit dem Alpinmuster. Genau, jetzt haben wir hier wieder diese Kamera. Und er fliegt auch immer so ein bisschen anders hier raus. Je nachdem, zu welchem Spot er als erstes fliegt. Also er ist halt jetzt anders geflogen. Er fliegt irgendwo da oben hin, genau. Und landet jetzt hier. Das Alpinmuster sieht auch sehr schön aus. Auch ein sehr cooler Skin, wie ich finde. Jetzt hört man nochmal ganz gut die Sounds. Wir können uns gleich später das Ganze nochmal in Action ansehen, wenn die 6 Pteranodons dann alle... Oh, da kommt sogar der nächste angeflogen. Wenn die dann alle in der Kuppel sozusagen sind. Ich würde sagen, wir lassen jetzt mal alle frei und schauen uns mal alle Skins an. So, das ist jetzt das Regenwaldmuster. Sieht auch sehr cool aus, hier mit diesen Türkisen um die Augen herum. Und auch hier unten geht das noch so ein bisschen auf die Haut über. Sieht schon sehr, sehr cool aus. Ich finde das mit diesem Nebel im Hintergrund so cool. Wenn die Sonne hier reinstrahlt in diese Flugkuppel, ist die Atmosphäre in dieser Kuppel einfach so wundervoll. Das ist richtig, richtig nice. So, das hier ist jetzt das Dschungelmuster. Der ist so ein bisschen... Oh, jetzt fliegt er gerade los. So ein bisschen goldrötlich. Finde ich auch sehr cool. Oh, wie nice das ist, ne? Wie er auch da durch die engen Lücken fliegt. Das sieht schon sehr cool aus, Leute, oder? Guckt euch mal diese Atmosphäre an in dieser Kuppel. Ist das nicht toll? Leider ist jetzt ja wieder im Schatten gelandet. Deswegen sieht man die Farbe nicht ganz so gut. Aber hier ist so am Kopf so ein bisschen rötlich. Hier sieht man es so ein bisschen... Und so ein bisschen golden. Auch ein sehr schöner Skin, wie ich finde. Das hier ist das Sumpfmuster. Der ist halt so ein bisschen, ja, sehr getarnt. Grünlich, gelb. Mit so ein bisschen Sumpffarben. Sieht auch sehr, sehr nice aus. Und hier sieht man nochmal ganz gut diese Zähnchen, die er im Schnabel hat. Das ist echt richtig krass. Also ich kann mir echt vorstellen, dass der sich mal eben so einen Gast snacken könnte. Also locker, auch mit diesen Krallen, die er unten an den Füßen und sowas hat. Ich bin sehr gespannt, wenn die gleich ausbüchsen, ob sie wirklich die Gäste angreifen oder ob sie einfach in die Freiheit fliegen. Ich könnte mir beides vorstellen. Natürlich wäre Ersteres um einiges cooler. Und zu guter Letzt haben wir hier das Küstengebietsmuster. Der ist sehr, sehr dunkel von der Farbe her und hat echt so ein bisschen Gold um die Augen. Ich finde, das passt sehr gut zu der Pupille hier, weil die auch so, ja, gelblich ist. Und der ist hier gerade wundervoll in der Sonne. Also sieht echt nice aus. Ich finde, dass dieser Skin irgendwie... am bösesten aussieht vom optischen her, oder? Also der sieht am gefährlichsten aus, finde ich. Der guckt auch am bösesten. Der ist schon wundervoll schön, dieses Model und dieser Dinosaurier, ne? Also es ist so cool. Ich hoffe wirklich, dass man später mit denen noch mehr machen kann. Wir können die jetzt mal so ein bisschen gleich beobachten in dieser Flugdinosaurierkuppel. Die können wir uns nämlich jetzt auch mal aus einer anderen Perspektive nochmal so ein bisschen angucken und uns mal anschauen, wie die 6 Pteranodons hier so ein bisschen rumfliegen. So, ihr seht jetzt schon von außen, kann man auch wundervoll reingucken und die flattern da einfach drumherum. Also das ist wirklich echt toll, dass man da so reinschauen kann von außen. Finde ich richtig, richtig cool und richtig schön. Man kann natürlich auch auf die Kuppel nochmal klicken. Hier hat man dann nochmal die Option, den Pteranodon zu verkaufen oder zu dem jeweiligen Pteranodon mit der Kamera zu springen, die wir ja gerade auch schon hatten. Aber man kann natürlich auch noch hier auf dem Reiter die Anzeige anzeigen. Da hat man dann in der Kuppel an sich nochmal so ein paar Kameras,
in dem man sich umschauen kann. Da kann man dann auch reinzoomen mit dem Mausrad und man kann auch die Kamera wechseln. Ist auch sehr, sehr cool. So, man kann die halt wirklich sehr gut beobachten hier. Und ihr seht schon, wie lebendig das Ganze wirkt, wenn man hier ein paar Pteranodons drin hat. Man hört die ganze Zeit das Geschreie und man sieht immer im Hintergrund so ein paar Pteranodons rumflattern. Das ist schon sehr, sehr nice. Da sitzt einer rum, knabbert sich am Flügel rum. Also die haben halt so ein paar Animationen. Auf dem einen Felsen schreien die, auf dem anderen knabbern sie sich am Flügel rum. Auf dem anderen landen sie nur kurz und fliegen dann weiter. Da unten sind dann die Gäste drin. Also aus dieser Kamera sieht man das meiner Meinung nach schon ganz gut, diese ganze Kuppel. Hier unten ist halt wirklich so ein bisschen Sumpfoptik, dieser ganze Nebel, so ein bisschen Wasser. Dann hier diese ganzen Felsen. Also es sieht schon sehr, sehr schön hier aus und sehr, sehr cool. Hier hinten diese ganzen, ja, Gitterzäune-Gänge, die man aus dem Film kennt. Ist auch richtig cool. Ja, es ist schon wundervoll. Wir schalten mal eine Kamera weiter. So, die ist jetzt hier quasi von oben aus der Mitte fast. Auch sehr schön. Kann man die wirklich gut beobachten. Ich liebe diese Atmosphäre in dieser Kuppel, ne? Sieht so cool aus. Da ist er jetzt gelandet. Aber ich habe noch keine Stelle gefunden. Oh, da können die auch landen, das wusste ich gar nicht. Ich habe noch keine Stelle gefunden, wo die dann wirklich fressen können. Ich bezweifle es auch ehrlich gesagt so ein bisschen, dass es die, also dass die überhaupt fressen, wenn ich ehrlich bin. Ich wüsste jetzt nicht, wo ein Fieder ist, wo Fische sind, weil es steht ja daneben dieses Fischsymbol. Das heißt, das sind auf jeden Fall Fischfresser und keine Fleischfresser. Guckt euch diesen Nebel an, wie cool das aussieht. Und die Sonne strahlt hier so rein. Das ist schon echt cool. Und wenn es regnet, regnet es auch hier rein und sowas. Also das ist schon alles sehr nice und realistisch gestaltet. Guck mal, da unten können die auch landen. Es gibt hier halt wirklich sehr, sehr viele Spots, wo die landen können. Und dadurch wirkt das halt auch nicht so mega wie so eine Loop. Also, dass es immer wieder sich wiederholt, diese Abläufe. Die fliegen halt immer random von Spot zu Spot. Und dadurch wirkt das hier wirklich sehr cool und natürlich, finde ich. Die nächste Kamera. Ja, hier können wir ihn direkt beobachten. Durch das Gitter sozusagen. Wir sind jetzt in diesem Käfig drin. Wie so ein Besucher. Das müsste hier das Dschungelmuster sein. Oder Sumpf. Ah, nee, Sumpfmuster müsste das sein, ne? Ja, Sumpfmuster. Dieser gelblich-grüne. Ist schon cool, ne? Wenn man als Besucher hier lang läuft und dann so nah an dem Pteranodons dran sein kann, darf man nur die Finger nicht durchs Gitter stecken. So, die nächste Kamera, die ist nochmal so ein bisschen seitlich. Sieht so schön aus. Einfach so wundervoll. Ich liebe diese Kuppel, die ist so toll. Und da seht ihr, die fliegen. Oh mein Gott, ist das nice. Sieht einfach so lebendig alles aus hier drin. Guckt euch das an, wie die alle rumflattern. Also wenn das nicht toll ist, dann weiß ich auch nicht. So, nächste Kamera. Haben wir hier auch noch eine. Ah, ihr seht sogar, die Kameras sind immer an so Gittern eingezäunt, damit die da nicht ranknabbern und die kaputt machen. Hier ist die nächste Kamera. Oh, haben wir direkt einen mega nah dran. Na du? Ich weiß gerade gar nicht, welcher Skin das ist. Das ist auf jeden Fall dieser rötlich-goldene. Den haben wir gerade auch schon gesehen. Dann haben wir nochmal eine unten hier am Gewässer. Ja, ist schon mit sehr viel Liebe gestaltet hier, das Ganze. Echt nice aus. Da landet gerade einer. Perfekt. Der mit dem Türkisen. Hebt auch direkt wieder ab. Und flattert davon. So, jetzt haben wir noch eine noch weiter am Wasser dran. Aber ihr seht schon hier am Wasser, da sind auch keine Fische drin oder sowas. Und ich sehe hier auch kein Fieder. Okay, das ist die Kamera, wenn sie rauskommen. Und das ist die erste Kamera. Genau, und ich gehe einfach davon aus, da es hier keine Fische drin gibt und auch kein Fieder, dass die Pteranodons leider noch keine Fressensanimation haben. Ich werde das Ganze gleich mal ein bisschen beobachten. Falls ich irgendwas feststelle, dann würde ich euch das nochmal zeigen. Ansonsten würde ich jetzt sagen, springen wir mal zu der ganzen Geschichte, dass wir mal auf einen Wirbelsturm warten, der dann sozusagen die Kuppel zerstört. Und dann werden die hoffentlich ausbrechen, die Pteranodons, und sich hoffentlich auf die Besucher stürzen. Das werden wir dann gleich erfahren. Und da ist es endlich soweit. Die Sturmwarnung ist endlich da. Ich habe jetzt eine ganze Zeit gewartet. Ich bin jetzt sehr gespannt, wenn der Sturm hier auf unsere Kuppel trifft. Wir haben auf jeden Fall ein paar Gäste in unserem Park sozusagen, die ja noch rumlaufen. Und die werden dann hoffentlich gleich, wenn die Pteranodons frei sind, von den Pteranodons angegriffen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die einfach in die Freiheit fliegen. Ich glaube, das wäre auch das, was ich machen würde an deren Stelle. Also ich glaube, wenn ich erstmal aus meinem Käfig befreit werde, würde ich als allererstes einfach erstmal wegfliegen. Der Tornado steht auf jeden Fall gerade da hinten. Der Helikopter fliegt mittendurch. Oh mein Gott. Alles klar.
gar kein Problem für den Helikopter. Er wütet hier auf jeden Fall schon mal. Das Hotel ist schon mal zusammengebrochen. Boah, wie cool das aussieht, das Gebäude. Ich glaube, wir müssen wirklich mal so einen verlassenen, kaputten Jurassic Park dann bauen, den wir schon mal hatten. Und jetzt geht der Tornado schon hier mitten auf die Kuppel zu. Das ist perfekt, Leute. Ich hoffe jetzt wirklich, dass sie kaputt geht und hier nicht standhält. Das wäre nicht so cool. Weil ich habe keine Lust, auf einen weiteren Tornado zu warten. Wenn ich ehrlich bin. Aber er ist mittendrin jetzt. Eieiei. Jetzt bin ich gespannt. Noch hält sie stand. Oh Gott, die hält das aus, oder? Oh mein Gott. Ist immer noch heile. Leute, die Kuppel ist ganz. Wie kann das sein? Die Kuppel hat es überstanden. Oh mein Gott. Jetzt haben wir ein riesengroßes, klaffendes Loch hier in der Kuppel. Endlich hat es geklappt. Boah, guckt euch das an. Eieieiei. Da werden gleich die Pteranodons auf jeden Fall rausfliegen können. Wenn wir hier reinfliegen mal. Da seht ihr sie schon. Ist aber nur ein Loch. Aber das ist wirklich riesengroß. Also der Sturm hat uns jetzt hier wirklich das ganze Ding zerfetzt. Das komplette Dach hier gefühlt. Oh Gott. Mal schauen, ob sie jetzt entkommen und ob sie auf die Gäste losgehen. Noch scheinen sie es nicht realisiert zu haben. Oh, da oben ist auch noch ein bisschen was kaputt. Das ist doch nicht nur diese eine Stelle. Aber das sind hier nur so kleine Stellen, die noch kaputt sind. Aber wir beobachten jetzt hier natürlich das Loch hier. Und was die Pteranodons machen werden. Ich bin übelst gespannt. Ich glaube, noch ist keiner angekommen, ne? Nee. Dürfte ich eigentlich nicht verpasst haben. Also noch ist alles cool. 6 Pteranodons befinden sich in dieser jetzt kaputten Kuppel. Also nicht mehr Kuppel. Und jetzt bin ich gespannt. Da kommt der erste. Und er fliegt raus. Und so wie es aussieht, der fliegt einfach in die Freiheit. Okay. Einfach immer weiter nach oben. Wir warten mal auf die anderen. Mal sehen, was die machen werden. Vielleicht reagiert ja jeder Pteranodon ein bisschen anders. Also der fliegt jetzt einfach nach oben. Ich weiß jetzt gar nicht, was ist. Kann man den wieder einfangen? Da oben fliegt er. Also es gibt ja gar keinen Helikopter hier bei den Jurassic Park Sachen. Also ich glaube nicht, dass man den wieder einfangen kann. Ich glaube, der ist jetzt einfach für immer weg. Könnte ich mir gut vorstellen. Wir sind auch gerade in dieser anderen Kamera. Vielleicht zeigt das uns irgendwelche Meldungen an. Oder fliegt der nächste? Ich glaube, der fliegt halt einfach davon. Okay, die scheinen nicht auf die Gäste loszugehen. Also die scheinen einfach ganz entspannt wegfliegen zu wollen. Aber es ist ganz entspannt. Guck mal, da flattert er einfach davon. Ich habe jetzt mal Zeitlupe an. In die Freiheit und wieder zurück. Wollen wir ihn mal versuchen zu verfolgen? So weit wie es geht. Also die scheinen wohl alle einfach abzuhauen. Mal gucken, was passiert, wenn wir ihm hinterherfliegen. Oha, jetzt ist er ganz schön schnell. Oh, da komme ich nicht hinterher. Wir zoomen mal hinterher. Und weg ist er. Okay. Alles klar. Die fliegen einfach in die Freiheit und verschwinden. Das ist natürlich bisschen suboptimal, muss ich sagen. Schade. Da fliegt der nächste. Nee, die fliegen da noch drin rum. Also keine Ahnung. Da kommt der nächste, der jetzt. Nee. Die wollen wohl nicht entkommen hier gerade. Also man kann das Ganze wahrscheinlich dann mit dem Ranger-Team reparieren. Aber die Pteranodons fliegen einfach in die Freiheit. Ist ja auch in Ordnung. Aber wäre halt irgendwie auch witzig, wenn die noch so ein bisschen im Park rumfliegen würden und ein bisschen für Trubel sorgen würden. Das würde ich irgendwie cooler finden. Aber ich finde es trotzdem eine coole Lösung. Und ich finde auch, dass das Ganze einfach so cool aussieht. Dann kommt der nächste. Ich würde sagen, wir lassen die Kuppel jetzt offen, damit alle Pteranodons in die Freiheit fliegen können und sich dann hoffentlich da vermehren und dann irgendwann die Weltherrschaft an sich reißen. Ich hoffe, das heutige Video hat euch Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.